26 paralympische Goldmedaillen auf dem Weg zu einem gemeinsamen Hobby. Treffpunkt, ein Golfplatz in der Nähe von München. Servus, ich bin der Martin Braxenthaler, bin 38 Jahre alt, komme aus Traunstein und bin Mitglied des deutschen Paralympic Skiteam Alpin. Hallo, mein Name ist Gerd Schönfelder, bin 40 Jahre alt, komme aus Kulmain, das liegt in der nördlichen Oberpfalz, und bin genauso wie der Martin Mitglied im deutschen Paralympic Skiteam Alpin. Ihre eigentliche sportliche Heimat sind die Skipisten dieser Welt. Braxenthaler gewann bei den letzten drei Paralympischen Spielen 10-mal Gold als Monoskifahrer in verschiedenen alpinen Disziplinen. Schönfelder ist schon seit 1992 dabei. Er ist mit 16 Goldmedaillen bei 6 Teilnahmen mittlerweile der erfolgreichste Athlet weltweit bei Paralympics. Die Spiele von Vancouver waren für beide ein traumhafter Abschluss. Es waren tolle Rennen, toll organisiert auf einem tollen Gelände und bleibendes und unvergessliches Erlebnis sicher. Vancouver war für mich wirklich das absolute Highlight. Also besser geht es ja kaum mehr, vor allem dann mit meiner letzten paralympischen Goldmedaille mit der 16. dann noch gleichzeitig Vater zu werden. Das ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Schönfelder startet in der stehenden Klasse. Er verlor vor 20 Jahren seinen rechten Arm und 3 Finger der linken Hand, als er von einem Zug mitgeschleift wurde. Braxenthaler fiel 1994 auf einer Baustelle Ziegelsteine auf den Rücken, die ihn so schwer verletzten, dass er querschnittsgelähmt war. Wann immer es sich anbietet, verbringen die beiden ihre freie Zeit auf dem Golfplatz. Beide spielen einarmig. Braxenthaler in einem eigens für ihn gebauten Paragolfer. Ein gemütlicher Sport als Ausgleich zu den rasanten Winterwettbewerben. Beim Putten fehlt zunächst noch das nötige Zielwasser. Aber auch hier sind die beiden Ausnahmesportler am Ende erfolgreich. Angekommen sind sie schon länger in Deutschlands Sportelite.